Wer für das Fleisch sät, wird von dem Fleisch Verderben ernten. Was bedeutet das eigentlich, dieser drastische Satz? Was bedeutet eigentlich Fleisch? Wie kann man für das Fleisch säen? Was bedeutet Verderben? Proklamiert hier Paulus indirekt die Werksgerechtigkeit? Und heißt das, dass ein wiedergeborener Christ doch verloren gehen kann, wenn er etwa fleischlich, also sündig lebt? Diese und weitere Fragen werden jetzt beantwortet, also bleibt dran. In diesem Vers geht es nicht um die juristische Frage der ewigen Erlösung, des ewigen Lebens und der ewigen Verdammnis. Hier wird nicht theologisch lehrmäßig erklärt, wie man das ewige Leben bekommt und wie man in das ewige Verderben kommt, sondern in diesem Vers geht es um ein göttliches Prinzip, um einen allgemein gültigen göttlichen Grundsatz. Anhand einer Allegorie proklamiert, nämlich anhand der Aussaat und der Ernte, der Mensch erntet, was er sät. Das ist das göttliche Prinzip und dieses Prinzip wird in Vers 8 konkretisiert. Dort geht es um zwei Böden. Der eine Boden ist das Fleisch, Sarx, das ist ein Synonym für die sündige Natur. Der andere Boden ist der Geist Gottes. Und der Mensch kann nun auf dem Boden säen. Er kann auf dem Boden der Sünde, des Fleisches säen, oder er kann auf dem Boden des Heiligen Geistes säen. Die Aussaat, das ist die Lebensführung, der Lebensstil, der Lebensinhalt und die Lebensziele, die Lebensäußerungen des Menschen. Der Mensch kann also sein Leben in den Dienst der Sünde stellen, des Fleisches, oder das Leben in den Dienst des Heiligen Geistes stellen. Und aus beiden folgt eine Konsequenz, das ist die Ernte. Aus dem Boden folgen zwei Ernten. Und das heißt hier konkret, Sünde steht immer in Verbindung mit Verderben. Verderben heißt auch Zerstörung oder Unheil. Die Folge von Sünde ist immer Verderben. Das hat zwei Aspekte, zeitlich irdisch und auch grundsätzlich ewig. Und der Heilige Geist, der Geist Gottes, steht immer in Verbindung mit Leben, mit ewigem göttlichem Leben. Das ist also auch göttliche Lebensfülle. Nun, das ist das Grundprinzip und dieses Grundprinzip kann man nun auf Menschen anwenden. Ein Ungläubiger stellt das Leben immer in den Dienst des Fleisches, der Sünde, denn er hat gar nicht den Geist Gottes und deshalb wird er auch Verderben, Unheil ernten. Zum einen auf der Erde schon, irdisches, zeitliches Unheil, das besteht zum einen durch Leid, all das Leid, das aufgrund der Sünde kommt, seelisches, körperliches, zwischenmenschliches Leid, aber auch schon Gerichtswege Gottes auf der Erde. Und in allerletzter Konsequenz wird auch ewiges Verderben ernten im Jenseits, die ewige Verdammnis, die auch eine Folge der Sünde ist. Und das Prinzip kann man auch auf wiedergeborene Christen anwenden. Wiedergeborene Christen können auch in gewisser Weise ihr Leben in den Dienst des Fleisches stellen, wenn sie nämlich fleischlich sündig leben. Und auch daraus resultiert grundsätzlich Verderben. Zwar nicht für die Ewigkeit, ewiges Verderben, sondern zum einen zeitliches, irdisches Verderben, in dem sie auch die Folgen der Sünden tragen müssen. Leid aufgrund der Sünde. Aber auch da Erziehungswege Gottes, die durchaus schmerzlich sein können. Und auch Unheil in Bezug auf die Ewigkeit, zwar nicht ewiges Verderben, aber entgangener Lohn. Das heißt, den wiedergeborenen Christen entgeht der Lohn am Richterstuhl Christi, was auch eine Form von Unheil in Anführungszeichen ist. Und wenn ein wiedergeborener Christ aussät auf dem Boden des Heiligen Geistes, also geistlich lebt, erntet er auch. Und zwar die Fülle des göttlichen Lebens, das ist göttlicher Segen, göttliche Lebensfülle auf der Erde schon, Segen auf der Erde, aber auch im Jenseits, indem er Belohnung bekommt am Richterstuhl Christi. Das ist hier der Gedanke, das göttliche Prinzip, das, was der Mensch sät, wird er auch ernten. Wenn dir das Video geholfen hat, das Thema besser zu verstehen, dann abonniere am besten gleich den Kanal. Und wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, dann kannst du die gerne in die Kommentare schreiben. Und jetzt kannst du auch dieses Video anschauen zu diesem interessanten Thema.